So, meine Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Deutschland gewinnt den Zweiten Weltkrieg. Wir haben ein kleines Problemchen, und zwar seht ihr hier gerade vielleicht schon an der Karte, es hat sich ein bisschen was getan seit der letzten Folge. Und zwar habe ich das Problem, dass ich gestern die letzte Folge aufgenommen habe, also in dem Fall Hearts of Iron 5, also der fünfte Teil. Und das Problem war, ich habe eine 3 TB Festplatte für die Aufnahme, also allgemein so für all den Scheiß, und da waren noch 500 GB frei. Und ich habe nichts dabei gedacht, doch Fraps nimmt in unfassbaren großen Dateien auf. Und da war sie auf einmal voll, weil ich ungefähr mich wieder verschätzt habe und eine knappe Stunde, glaube ich, aufgenommen habe am Stück. Und da war sie voll und da meldet sich natürlich automatisch die Aufnahme, das habe ich auch nicht bemerkt. Und hab halt einfach ganz normal weitergemacht und hab irgendwann die Abmoderation gemacht. Oh, jetzt sehe ich gerade mal so eingekesselt. Abmoderation gemacht und ja, auf einmal sagt Fraps, er nimmt nicht mehr auf und sehe halt, ja, er hat nur bis zu einem bestimmten Teil aufgenommen. Ich glaube, da waren wir gerade hier in London, hatten richtig Stress. Ja, und ihr seht, also ich habe ja noch ein bisschen weitergespielt seit diesem Aufnahmestopp und ja, da ist ein bisschen was passiert. Ich bitte das zu entschuldigen, ich spiele das jetzt nicht nochmal nach, weil das echt eine Schweinearbeit war. Ich weiß nicht, ob ich es in den noch aufgezeichneten Parten noch sage. Also, wir haben einen Zwei-Fronten-Krieg mit Großbritannien und Sowjetunion. So viel war, glaube ich, noch gezeigt worden. Und wir haben ein riesen Mikroproblem. Weil wir haben hier eine riesen Front zum Mikro. Ihr seht schon hier, leicht eingekesselte Divisionen so. Aber auch ein guter Durchbruch. Und wir haben hier links jetzt langsam den Briten, den wir auch gerade ganz gut beiseite schieben. Eigentlich sind das 2 Kriegsschauplätze und die sind sehr, sehr mikrointensiv, vor allen Dingen in der Sowjetunion. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier ganz schnell das hier zu Ende machen kann. Problem ist, man kann auch Großbritannien nicht komplett annektieren, wenn man nur hier das Festland oder die Insel besser gesagt einnimmt. Man braucht auch noch irgendwelche Kolonien hier in Afrika, wobei da gerade der Italiener fleißig auf dem Vormarsch ist, das ist sehr gut. Ich überlege halt ganz einfach, wenn wir hier oben angekommen sind bei Lancaster, Durham und Sunderland. Das ist eine Gefechtsbreite von 3 Provinzen, dass wir uns einfach hier hinstellen, also die hier komplett rausrücken, und dann können wir hier mit ganz wenig Truppen erstmal die Position halten. Und der Rest kann dann bei Bedarf rüber in die Sowjetunion, dass ich dann hier erstmal nicht mehr micken muss, dass wir einfach hier jetzt, sag ich mal, einen Stellungskrieg aufbauen, dass wir einfach uns hier gegenüberstehen. Ich habe den größten und wichtigsten Teil Großbritanniens dann eingenommen. Und dass wir dann erstmal hier drüben konzentrieren, denn hier ist wirklich die Kacke am Dampfen. Jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, aber hier geht's halt ab. Ah, das war dumm. Na Mann, na egal. So. Ja, das ist halt mein Plan und wie gesagt nochmal Entschuldigung dafür, dass hier eine gute, sag ich mal, halbe Stunde, Viertelstunde, ich sag mal 20 Minuten Gameplay nicht gezeigt wurden. Das ist natürlich blöd, aber kann jetzt auch nicht mehr ändern. Also ich könnte schon ändern, das wäre aber für mich sehr, sehr aufwendig und sorry, habe ich keinen Bock drauf. So. Ah, Mann, okay. So, jetzt erstmal arbeite ich hier weiter. Ich versuche diesmal die Folge nicht ganz lang zu machen. Also die letzte zu diesem Zeitpunkt war die vierte Folge. Das ist die war 56 Minuten, das ist viel zu viel. Das kann ich mir nicht geben. Übrigens nicht immer. So, also, auf geht's. Wir machen jetzt hier hoffentlich den Kessel auf. Naja. Haben wir selbst noch einen Kessel konstruiert, ganz nett. Entschuldigung, der Husten ist immer noch da. Der wird auch so schnell nicht weggehen. Also richtet euch darauf ein, dass in den nächsten Folgen der auch noch da sein wird. Auch das bitte ich zu entschuldigen. Hier führen wir schon den Angriff. Sehr schön. Ja, gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir auch kurz hier den Nachschub richtig regeln. Der wird nämlich gleich nach oben spießen. Ich weiß nicht, warum, wenn man neu lädt, der immer so niedrig ist. Hier folgt ein Angriff von Panzern auf meine Milizen, das finde ich natürlich nicht so nice. Wir auch ganz schön unterbrechen. Einfach hier den Gegenangriff fahren. Wenn die einen Gegenangriff fahren, fahren wir auch einen Gegenangriff. So einfach ist das, sondern wenn die einen Gegenangriff fahren, aber hier kann ich keinen Gegenangriff fahren. Ist aber egal. So, ich darf auch nicht vergessen, dass hier drüben trotzdem noch was zu tun ist. Ja, so müssen wir das machen. Mann, hier hat sich nochmal eine Panzerdivision reingeschoben, das ist natürlich nicht so nice. So, dann rücken wir aber trotzdem mal weiter vor, wobei unsere Panzer gerade ganz schön broke sind. Können wir hier gleich durchnehmen, dann müssen wir erstmal hier und die Panzer versuchen trotzdem noch einen Angriff. Ich weiß nicht, ob die da durchkommen.
Ja, doch, das sollten sie schaffen. Ist ja die Sache, hier hat sich noch eine Panzervision reingeschoben. Eigentlich hatte ich das Ding schon in der Tasche. Aber ich hole jetzt noch mal ein bisschen Verstärkung ran. Das ist halt. Oh. Das ist halt so kacke mit den zwei Kriegsschauplätzen jetzt gleichzeitig. Also, das habe ich echt nicht gewollt. Das habe ich auch eigentlich noch nie so gemacht. Weil. Das echt kacke ist. Recht unhinderlich für unsere Bemühungen hier schnell einen Blitzkrieg zu führen, denn ich muss halt immer hin und her switchen. Was nicht so nice ist. Kann man sich vorstellen. So, die werden jetzt hier einen Angriff darauf führen, dass die Milizen hier auch gleich zustoßen können. Wo wir sie ist, hier setzen die auch immer ganz viele Truppenteile weg von der Front, einfach weil ich nicht hinterher komme zum Micron. Die Milizen müssen weg. Und dann nach hier. Ich versuche auch ein bisschen mit den Shift-Befehlen zu arbeiten, dass wir da einigermaßen raufkommen. Dass es einfach nicht mehr so viele Befehle gleichzeitig geben müssen, aber das ist trotzdem schon alles gar nicht so einfach. So, in den mittleren Panzer hier, wenn diese leichten Panzer mal frühstücken. Guderian befehligt eine Infanteriedivision. Wer ist mal meinen Panzern zuständig? Das ist ja eine ganz gute Vergehung, aber trotzdem würde ich hier gerne schon den guten Guderian halt einsetzen. Wo war der jetzt nochmal? Der war hier oben. Ja, hier gehst du halt rein. Und dann machst du halt hier den Guderian. Auf geht's. So. Die greifen da an. Allerdings auch nicht richtig, weil keine Kraft mehr. Dann greifen halt die dann dort an. Und die machen hier mal ein bisschen Radau. Ein bisschen aufpassen, dass es da nicht verausgaben, richtig. Zu stark vor Ausgang. Hier ist eine riesen Lücke drin, sehe ich gerade. Das können wir eigentlich gar nicht so tolerieren. So. Der geht dahin. Hier hat er mich echt zurückgedrängt. Wahnsinn. Aber ihr seht schon, hier sind auch schon wieder Lücken entstanden, die eigentlich gar nicht so geplant waren. Das ist schon echt schlimm. Musik gefällt mir aber gerade, die kenne ich so gerade noch gar nicht. Wo haben wir einen Volkssturm? Hier haben wir einen Volkssturm. So, an die Front, los. Nach vorne und du. Ja, kannst auch schon mal vorgehen. Das ist alles nicht so einfach. Ach stimmt, die weiß jetzt gar nicht, wo ich die hinhauen soll. So. Ich würde sagen, wir holen uns aber nochmal Panzer. Mittlerweile schon der Panther, sehr nice. Wie war meine Panzerzusammenstellung? Das waren, glaube ich, zweimal Panzer, einmal Infanterie und einmal hier SA-Artillerie. Kann ich mir hier mal speichern. Panzer 43. Nee, Quatsch. Ich würde sagen, wir sehen jetzt hier nochmal Panzer, weil die machen hier unten ganz schön Radau. Und helfen uns da auch schön bei den Vorstößen. Hier unten, ja. Obwohl hier, das kriegen die alleine in die Rumänen. Also da vertraue ich mal darauf, dass die da fähig genug sind. Es ist wieder eine komplette Division, die einfach mal nichts tut gerade. Und warum gehen hier nicht alle Luft vorwärts? Fragen über Fragen. So, jetzt werden wir hier vorne beim Hafen auch mal vorstoßen. So. Ja, auch wenn wir den Kampf hier nicht gewinnen, können wir trotzdem ganz gut Radau machen. So, kannst dahin. Naja, wir kommen jetzt gleich an diesen Streifen da an, wo wir halt dann eine gute Frontlinie haben. Wobei,
es läuft gerade sehr gut in England, also wir können die eigentlich auch komplett runterschmeißen, weil es dauert nur ein bisschen, beziehungsweise es bedarf halt ein bisschen Micro. So. Ja, können jetzt mal da angehen. Der fliegt mich hier echt weg, ey. Was für ein Schwein. Drei Moniz gegen einmal Infanterie schaffen wir es. Ich sollte es doch eigentlich schaffen. Ist aber ein bisschen problematisch, dass hier. Also es fehlen mir gerade echt noch Truppen. Deswegen, die Milizen waren schon eine recht gute Sache, aber trotzdem, es fehlt immer noch an Truppen, was halt natürlich nicht so nice ist. Also diese eine AQ würde mich jetzt immer ärgern und überall hinspringen. Was extrem nervig ist, aber euch kriege ich auf jeden Fall weg. So, jetzt habe ich hier auch eingekesselt. Würde ich dann mal hier gleich einen Angriff fahren. Ist das alles schwierig? Hier sind wir Milizen, die müssen hier in die Mitte rein, weil da fehlt es an Truppen. Machst du halt da, dann du halt da. Du halt da. Milizen gehen nach unten. Ja gut, das passt. So. Hier rücken wir auch vor, fleißig. Die Stadt ist einfach mal unbewacht, ey. Das ist geisteskrank. Und hier will ich schon wieder einkesseln, die Sau. Hier kommt die Verstärkung ran. So, jetzt kann ich mich hier aber mal mit HQs rumstellen. Einfach nur. Damit das hier alles umzingelt ist, dass mich auch das dumme HQ dann ausschalten kann, das ist halt auch so eine dumme Mechanik. Dass man dafür eine komplette Umkesselung braucht, um eine HQ auszuschalten. Das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich noch da angreifen. Aber das kriegen wir schon hin irgendwie. Greift der mich an oder was? Ist ja dumm. So. Du nach da oben. Du nach da. Du nach da und du nach da. Und du nach da. Ja, es passt. Ich kann auch meine Panzer nicht ordentlich micron, weil ich einfach mal viel zu langsam in der Hinsicht bin. Also weil ich einfach gerade mal viel zu tun habe dafür, um das ordentlich zu machen. Sei jetzt einfach mal hier vor. Es ist natürlich immer die Gefahr, dass die eingekesselt werden. Hier sollten der Rumänien mal bitte mal den Kessel schließen. Also der Kessel ist geschlossen, der muss nur noch vernichtet werden. Ja, hier muss ich eine ganze Division dafür abstellen, diese Abtrünnigen hier zu beseitigen. Ach, hier war dieses Infrastruktur-Dings. Komme ich ja nicht lang. Ach, hier sind 10 Divisionen, meine Fresse. Ja, jetzt werde ich hier auch wieder eingekesselt, Mann. Aber hier soll ich den Kampf trotzdem gewinnen, locker. Und hier machen wir ein bisschen Stress. Gut. Volksgrenadiere war noch irgendwo hier nicht eine. Hier sind nur 8 unterwegs. Nämlich nach da. Wo ich auch keine Armeestruktur bei den Volksgrenadieren habe, kriege ich es auch nicht hin, da die auch richtig zu ordnen. Da muss ich immer ein bisschen so Vertrauen drauf, dass das alles klappt irgendwie. Ja, ihr seht also, wir ficken Russland gerade ganz schön hart. So. Muss ich auch noch Produktion, also um die anderen Sachen muss ich mich auch noch kümmern, das ist natürlich auch nicht so nice. So, die letzten Volksgrenadiere werden hergestellt.
Oder ausgebildet, besser gesagt. Skyrojan. Und du halt noch da. Jetzt bin ich hier eingekesselt, der macht aber gerade den Weg frei. Dann machen die Milizen das da oben, der kommt dahin. Na ja, los, kommen Milizen da lang. Der Angriff... Oh, was ist denn hier los? Stapelabzug. Okay. Nach da, los, 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 wir haben keine Zeit. Du nach da. Hier umstelle ich gerade. Was ich auch übrigens kostspielig ist, nur für ein so ein dummes HQ, dass das halt nicht rumwumpert im Hinterland, so viel Truppen abzustellen. So, hier den Kessel haben sie kaputt gemacht. Den hier müssen sie noch kaputt machen. Das sollten sie aber auch schaffen. Die Rumänen. Ja, es läuft gut. Und Ungarn? Ist Ungarn etwa nicht im Krieg mit denen? Doch, ist es doch. Ja, los hier mal. Ich kann eigentlich jede Hilfe gebrauchen. Dass der Ungarn mal mitmacht hier im Krieg. Sieger geschaffen, Oman. Kesselschlacht, ja. Mannstärke-Modifikator ist gar nicht mal so schlecht, weil wir haben gar nicht mehr so viel. So, Mils kriegen auch ein bisschen bessere Ausrüstung. Müsste jetzt auch erstmal alles ausgegeben werden, was werden das bei den Mils, das interessiert mich gerade. Okay. Gut, jetzt haben wir gleich den Punkt erreicht hier. Das läuft. Der Angriff sieht gar nicht mal so schlecht aus. Polnische U und britische U-Boote hier im Einsatz. Wo gehörst denn du dazu? Achso, du hast gerade hier den Kessel kaputt gemacht. Oder was ist mit dir los? Hallo? Achso, der war gerade noch in Bewegung. Achso. Ich verstehe. Was ist hier oben los? Also die Zahlen irritieren auch mal so hart, also es sieht gar nicht schlecht aus für uns, aber dann trotzdem wird dann so eine Zahl angezeigt, die eigentlich darauf hinweist, dass hier was schief läuft. So, hier ist auch eine komplette einsatzbereite, voll ausgebildete Division, die einfach nur hinten rumsteht, weil ich nicht hinterherkomme. Mann, Mann, Mann. Also wie viele Divisionen sind hier? 39, also 40 Divisionen nochmal da drüben, das würde nochmal echt helfen. Deswegen hoffe ich, dass ich hier so schnell wirklich durchkomme. Ja, hier, du machst erstmal den zu. Ja, und die Panzer, die hat dann auch bald ausgedingst, wenn die so einen Müll macht. So, naja. Vorne müssen die Mieten schon am vordersten Front gegen Panzer kämpfen, einfach weil ich gerade nicht genug Truppen aufbringen kann. Was kommt denn hier alles dazu? Was ist denn das für... Was ist das für, ah, hier fehlt irgendwo eine Dings. Hier fehlt eine Panzerabwehr, genau. Schicke ich die 5 nach da. Dann machen wir es halt so rum. So, du bist auch wieder einsatzbereit. Du hast ganz schön gelitten, aber Riga würde ich schon gerne einnehmen noch. Ja, der Ungar setzt sich jetzt in Bewegung, sehr schön. Und der Italiener kommt auch rüber, sehr nice, sehr nice. Fehlt eigentlich nur noch der Dings, der der Bulgarier, das wäre noch nice. Und der Jugoslawier, die haben eigentlich so viele Truppen, die hätte ich vorher einnehmen sollen. Dann würden wir jetzt hier eine richtige Welle von Soldaten überschwemmen lassen. Die sind zwar alle nicht gut, aber sie reichen, also in dem Fall reichen sie halt echt dafür, was ich vorhabe. Und zwar einfach dann hier unten die Panzer übernehmen, also die brechen so die Hauptkampflinie. Und
meine Alliierten rücken danach mit ihren schwächeren Truppen und hauen damit die schon geschlagenen Truppen nochmal zugrunde. Hier sind schwere Panzer. Das wären dann KWs, glaube ich. KW-Panzer oder KV-Panzer ist ja immer, je nachdem, wie man es aussprechen will oder nennen will. Mittlerweile auch wieder eine Miliz fertig. Die werde ich hier oben brauchen. Und gleich an die Front. Neue Waffen für die Miliz, auf geht's. Müsste auch bald die Doktrin für die Miliz fertig sein. Oh, hier sind einmal mit solche Panzer, die man gerade hier schön zerstören könnte. Ja, du greifst mich als Rieger das an, du bist ja lustig. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin. Hier greift er mich auch an mit irgendwelchen dummen Gegenangriffen, die überhaupt nichts bringen. Komisch, komisch. Trotzdem muss ich hier hinten halt immer aufpassen. Können wir aufhören? Der hält sich hier echt so hart, aber jetzt haben wir einen schönen Abnutzungskrieg hier. Abnutzungsschlacht, besser gesagt. Mit ihm gestartet. Und den Angriff sollte er jetzt nicht mehr abwenden können. Oh, hier können wir eine riesen britische Truppenkonzentration vernichten. Das tut's teuer. Also Südafrika, afrikanische Truppen. Ja, der kann sich nochmal zurückziehen. Was ist denn das? Der macht einen Stadtangriff, auch wenn er da jetzt nicht so wirklich prädestiniert für ist. Aber hier ist auch nur ein Panzer in der Stadt, also von daher. Wobei die, glaube ich, besser mit eingesetzt werden können in der Verteidigung als in der Offensive. So, hier. Jetzt macht mal hin hier. Ne, der Dimitri geht lieber mal den Kampf vor. Hier bloß sich einkesseln lassen. Ah, der ist schon auf dem Weg, dann okay. Sieht man immer so schlecht bei den ganzen wenigen Pfeilen hier, diese kurzen Distanzen. So, hier war Infrastruktur. Ach, hier auch. Okay, gut, dann. Hier auch. Gut, dann können wir ja hier so vorwärts. Jetzt machen wir hier wieder eine richtig schöne Großoffensive. Du gehst da rein, jetzt zieh gerade zurück, dann nimmst. Geht über vor hier. Hier wird mal dieser Angriff, dann machen wir mal den Gegenangriff. Pö. Könnt mich mal. Und du gehst dann dahin. So, jetzt haben wir auch gleich hier diesen besagten Vorabschnitt erreicht mit den drei Provinzen nur. Also hier müssen wir noch ein paar Hinterwäldler zerstören, aber das sollte auch gehen. Ah ja, Standard. Hinten haben wir jetzt auch endlich dieses kleine Widerstandstest ausgelöscht. Jawohl, die Ungarn kommen, Leute. Krieg ist gewonnen, die Ungarn kommen. So. Die müssen sich eigentlich mal verschnaufen. Eigentlich. Und das kannst du nicht gewinnen. Aber hier ist ja nochmal eine komplette Division, sehe ich gerade. Weil sie kommt jetzt Korm eigentlich natürlich. Ich wechsle mal ganz oft die Begriffe. Afghanistan mobilisiert, oh Gott. So, hier, die ganze Verstärkung muss an die Front. Ich habe aber, dass ich jetzt zu wenig Truppen an die Front habe, aber ich bringe sie halt nicht vor. So, und das hinten muss auch mal was gemeldet werden. Was ist das für ein Korridor, ey? So, hier kommt der Rumäne rein. Sehr gut, na, dann gehe ich hier rein. Panzer wieder einsatzbereit? Logisch. Müssen aber jetzt noch vorstoßen. Sollte jetzt eigentlich vernichtet worden sein, weil ich vorher drin gewesen bin. Hey, du kannst mal mit nach hier. Das HQ nimmt da ein und du gehst da rein. Und den Angriff kriegen wir nicht durch in der Form, aber hier lang können wir. Oh, bessere Infanteriewaffen, das ist sehr, sehr nice. Es wird zwar schweineteuer, das alles auszugeben, aber für die Kampfkraft unserer Soldaten machen wir das doch gerne. So, jetzt gehen wir in Minsk rein, Kesselstadt von Minsk.
bekannt, bekannt, bekannt. Ja, hier sind wir kurz davor, die auch einzukesseln wirklich. Hier ist auch wieder eine komplette Division. Bei komplettes Korps, was vor uns. Scheiße, scheiße, scheiße. So. Dieses Panzerkorps wird jetzt mal hier gleich hier unten aushelfen, weil es hier nicht so rosig aus, auch wenn dann gerade der Ungar kommt. Ich will, dass die halt da wirklich freie Bahn haben und aktieren, wie sie wollen, wenn da kein Widerstand ist. Der wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der Treibstoff hat. Ich glaube, eine Seelandung von Douglas aus. Hier ist auch irgendwo eine Division zu viel. Oder sind das die kleinen Divisionen? Ach, sind ja die. Ja, dann können wir die natürlich auch mal aufteilen. Was natürlich uns in der Sache etwas hilft, denn da sparen wir gerade ein bisschen Truppen. Hier müssen wir noch, müssen wir 6 Stunden warten. Das heißt ja auch mal, dass die so ein bisschen verzögert immer einsatzbereit werden. So, hier. Nach da unten bitte und du gehst nach vorne weiter. Musik, also wirklich, die kann ich wirklich so in der Form noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob weil das gerade an so einem glorreichen Feldzug hier liegt, dass die so schön ist. Und so anders, also normalerweise läuft da doch eigentlich die Standardmusik. So, er bombardiert mich jetzt hier strategisch in sein eigenes Land, okay. Wenn man das denn so will. Kann man das ja mal machen. So, Angriff, los, los, los. Hier folgt Angriff von der Seite, das ist aber gar nicht so schlimm, denn hier werde ich einfach gleich vor den Gegenangriff starten. Jetzt kommt hier gerade der Gegenangriff, weil ja, die Panzerabwehr früher da war als der Rest. Zu dieser Infrastruktur kotzt mich auch mal ein bisschen an. So, jetzt haben wir hier einen ganz schönen Kessel. Also, ja, unten baut sich zu. Jetzt können wir erstmal hier dieses dumme HQ ausschalten. So. Hier von hier aus. So. Mach erstmal nur noch da. Ah, das sind ja auch diese 3er-Divisionen, Mensch. Kann ich hier die hier hinten noch zum zum Zerstören dieser Kessel benutzen. So, hier die Panzer. Weil der Ungar macht ja eigentlich so eine Sache ganz gut und der Italiener kommt jetzt sogar mit Panzern angerollt. Das ist sehr nice. Das ist sehr, sehr nice. Ich würde gerade sagen, jetzt ein zu viel. Jetzt kommen die ganzen Taxis, die so teuer sind. Weil er halt unsere gesamte Armee damit ausgerüstet wird. So. Halt, stopp. Du greifst dann da an, du greifst dann da an, du gehst darüber und ihr kommt mal mit nach vorne, wobei ich euch eigentlich schon abziehen könnte in Richtung Sowjetunion. Eigentlich. Aber ich mache die Sache lieber da oben safe, da muss ich nicht mehr so viel Micron, sondern kann ich eigentlich so gut wie hier alles konzentrieren. Ja, jetzt kommen, hier kommen nochmal richtige Divisionen an. Es sind, wenn ich das mal angucke, ja, hier Infanterie ein bisschen, leichte Panzer und Kalorie. Das ist nicht das Beste vom Besten, aber es reicht für hier unten. Denn ihr seht, der Rose hat hier kaum was. Also da können wir ihn richtig überrennen. Und ja. Das läuft natürlich dann für uns sehr, sehr gut. Hier die Milizen können auch in die Front hier, diese ganzen Divisionen, die wirklich voll ausgebildet sind, können auch nach vorne. Ist hier irgendwo... Hier das HQ will ich auch mal ausschalten. Dafür kann man halt unsere HQs ganz gut nehmen. Und einmal die Infanterie nach da, dann kann man nämlich das da schön machen.
Ich speichere jetzt mal kurz, weil es gerade so schön läuft und falls mir irgendwie ein Spiel abschmiert oder sonst irgendwas, dann doch nochmal die Aufnahme, keine Ahnung. Speichern wir lieber mal. Hier ist doch irgendwie, ja genau das. So. Ah, hier folgt ja schon vor, sehr schön. Naja, der Russe, also. Er fällt zwar gerade in Finnland ein, aber ob ihm das so ein guter Erfolg für ihn ist, kein, wage ich stark zu bezweifeln. Ja, man merkt schon echt, dass ich mich jetzt hier echt gut konzentrieren kann auf diesen Kriegsschauplatz. Weil wenn England nicht gebrannt hätte so hart, dann wären wir wahrscheinlich schon längst durch. Macht die Sache ja auch ein bisschen spannender. Entschuldigung. Schlussendlich. So. Hier können wir einmal auf breiter Front vorrücken. So, ist. Also das Dümmste, mein Genickbruch wäre, wenn der Amerikaner jetzt irgendwie landet. Sind wir eigentlich schon mit Amerika im Krieg? Nee, anscheinend nicht. Die sind, glaube ich, noch gar nicht bei den Alliierten drinnen, genau. Hier und die, der Truppennachschub kommt überhaupt nicht hinterher. So schnell rücken wir vor. Also fast wirklich wie im Blitzkrieg damals. So. Ich bin gegen mein Mikro gekommen. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch. Das wäre nicht doof, wenn man mich jetzt nicht mehr hören würde. So, hier machen wir das HQ auch mal kaputt. Also wir haben jetzt schon gute Teile Polen zurückerobert und sind jetzt schon leicht in die Sowjetunion eingedrungen. Das ist sehr, sehr gut. Für 1941. Also solange nicht dann dieser Kippeffekt kommt, wie damals in echt, dass man bis kurz vor Moskau vorstößt und dann, ich weiß nicht, wie eine Douglas-Invasion, und dann zurückgestoßen wird von der großen sowjetischen Macht, glaube ich ja nicht. Und bis Moskau ist nicht mehr so weit, also wenn ich jetzt mal so nehme, ich zeige jetzt mal auf dem Bildschirm, sieht er natürlich nicht die Fingerlänge, also von, ich zeige es mit der Maus einfach, von hier bis zum weitesten Punkt, sag ich mal hier. Wir haben, sag ich mal, genau die Hälfte fast geschafft zwischen Moskau und unserer ehemaligen Grenze. Also nochmal so viel und dann sind wir durch. Das läuft also an der Stelle. Vor allem, wenn nochmal meine Panzer dann fertig sind, meine neuen. Wobei die gerade gar nicht produziert sind, weil halt die ganzen Produktionskosten in die Upgrades fließen. Ja, wenn die Upgrades ergeben sind, dann haben wir den Panther auch noch am Start. Großflächig. So, diese eingekettelten HQs sind immer so nervig. Aber wir können dagegen immer nur sehr langsam was machen, was sehr, sehr nervig ist. Oh, neue Volksgrenadiere, das ist sehr, sehr schön. Das hier war mit Infrastruktur, genau. Frage gerade, wo ich mir die deployen soll. Hier unten machen die es eigentlich oder sich aus. Machen wir sie hier rein. Die geben halt echt einen guten Backup, das muss man sagen. Jetzt haben sie den großen Vaterländischen Krieg aktiviert, das bringt ihnen nochmal Kampfboni. Sollte aber hoffentlich nicht allzu stark sein. Ja, hier haben wir auch schon gut eingekesselt wieder. So. Hier nach oben wollen wir dann langsam auch mal. Hier überschneide ich mich gerade ein bisschen mit meinen Laufwegen. Das ist natürlich nicht optimal, aber es geht alles klar. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ich kann hier halt immer ganz mobil als Lückenfüller einsetzen, die Milizen, wo halt sie gerade gebraucht werden. Was halt extrem gut für mich ist. So. Problem
ist. Ach so, wir brauchen eigentlich nur eine Division. Genau. Wenn das HQ in Bereitschaft ist, genau jetzt, dann kann ich den Kessel hier auch mal zumachen. Und hier muss das HQ auch noch in Stellung gehen. Oh, hier kann es sein, dass hier eine Panzer befehlt? Nee. Schade. Hier kommen wir trotzdem durch. Machen wir hier einen kleinen Kessel, weil kriegen wir die mittleren Panzer vernichtet. So. Achso, ja, hier fehlt natürlich dann noch einer hier. So, fehlt hier eine Panzer? Ja, hier fehlt eine Panzerabwehr. Dann bist du jetzt mein Mann. Die Sache ist auch, die wir müssen auch dann die ganzen HQs nachziehen. Die kommen alle aus der Senderreichweite. Es gibt uns dann ein paar Mali. Also auch immer so anstrengend, die mitzuziehen. In einem gewissen Teil. Unsere Panzer, die fahren einfach durch, das ist unglaublich. So, hier gehen wir mal nach Reval. Ich bitte übrigens entschuldigen, wenn ich irgendwelche Städte-Namen falsch ausspreche. Oh, das wird hier nicht funktionieren. Da bin ich kein Experte drin. Kann ich, hier fehlt auch eine Panzerabwehr, das sehe ich gerade schon. Das ist das HQ. Die sind voll, nee, die sind nicht voll. Dann gehen die mal dahin. So, hier kann ich auch kaputt machen. Sehr schön, dann kann ich jetzt hier auch weiter vor. Hier fehlt auch eine Panzerabwehr, sehe ich gerade. Dann machen wir das einfach hier rein. Ich meine natürlich hier die Panzerabwehr. Welche ist das? Das ist die... Das 23. Korps. Hä, das 23. Korps hat keinen Platz mehr? Achso, die gehört... Achso, ich bin so ein Honk. Ja, das war dumm. Weil natürlich das Korps dahin gehörte. Na egal. So. Ja, los jetzt hier. Immer weiter nach vorne. Ich will mal ein bisschen gucken, dass hier nichts anbrennt. Wie zum Beispiel, dass der Spack hier wieder rübersetzen will. So, aber es ist ziemlich mehr, also ziemlich entspannter geworden, seitdem die keinen Stress mehr machen, die Briten, so hart. Ja, und hier vorne schiebt sich dann halt langsam die alliierte Streitkraft nach vorne. Ein Dankeschön an der Stelle für meine Verbündeten. So, hier haben sie wieder kurz eingekesselt, das sollte aber kein Problem darstellen. Hier rücken wir eh gerade vor. So. Die haben ganz schön gelitten, muss man sagen. Hier können wir jetzt auch anfangen, das kurz machen. Gut. Dann kann die mit nach oben. Und die gehen mit nach da, sehr schön. Ja. Die eine Panzerabwehr sollte, seine Division sollte locker den Angriff von Douglas standhalten können. Ja, das läuft gut, Leute. Achso, was ich vergessen habe, das bevor ich es, also bevor ich es nachher vergesse und es dann zu spät ist. Kriegs hinzufügen, dann nach Osten machen wir da, kriegen wir halt nur die wichtigsten Ostteile der Sowjetunion, also bis Moral hier, wo läuft er lang? Der läuft hier irgendwo lang, also ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau. Ist ja gar nicht eingezeichnet.
Also der ist ungefähr, also wir kriegen ja ungefähr hier so den Teil hier, alles östlich davon, also den ganzen Teil hier. Also was eigentlich auch die wichtigsten Teile sind, denn hier unten ist einfach mal nicht so viel. Ach stimmt, und Japan macht die auch fleißig mit. Ja, Japan ist auch im Krieg mit. Ja, genau. Nice, nice, nice. Bitten halt auch ein paar Truppen, ist jetzt nicht weltbewegend, aber ja, nett zu haben. Nice to have. So. Obwohl, du verschnaufst mal kurz. Ja, jetzt kommen ungarische leichte Panzer. Das ist ja ein Traum, ey. Also jetzt mal wirklich, das ist richtig geil, dass die hier richtig durchraschen. Weil die Russen schaffen es gar nicht mehr richtig, eine eigene Front aufzubauen. Diese Division hier, oder dieses Korps, das ist nur am Hinterherrennen, das kommt gar nicht richtig an die Front ran. Hier ist eine Infanterie abgespaltet. Aber ich würde sagen, das reicht für heute erstmal und sagen bis zum nächsten Mal.